am Ring also, ne? Das... Es wurde Zeit, unserer Meinung nach längst überfällig. 85.000 Destination Anywhere Fans haben ihre Karte schon. Es wird eine ziemlich krasse Eskalation einfach. Aber heute gehen wir mal ein bisschen durch die Straßen und lassen uns ein bisschen abfeiern von Fans. Da gibt es auch noch ein paar Szenen zu sehen. Check that out. Das ist erstmal zum ersten Mal eine Band aus Siegen bei Rock am Ring. Interessiert euch das? Ja, warum und von welcher Band so? Destination Anywhere. Dieses Jahr spielt zum ersten Mal eine Band aus Siegen bei Rock am Ring. Ja. Interessiert dich das? Da ich ihn kenne, weiß ich das schon. Du kennst ihn? Ja. Aber den Kameramann? Ja, den Kameramann kenn ich. Magst du ihn? Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du sein Aussehen beurteilen? Gehört das jetzt zum Interview dazu? Ach so. Die Frage stellen wir jedem. Eine gute 8. Eine gute 8. Ja, sie lügt, ohne rot zu werden. Dankeschön für diesen Kommentar. Viel Glück noch. Auch mit deinen Geschmacksverirrungen hoffe ich, dass du trotzdem gut durchs Leben kommst. Dieses Jahr spielt zum ersten Mal eine Band aus dem Siegerland Barock am Ring. Was sagst du dazu? Finde ich wunderbar, super schön. Ich freue mich für euch, für den Erfolg. Und ich muss sagen, sogar geil, dass ihr nach dem Subway spielen dürft. Ja, das ist wirklich geil. Das ist das Geilste. Ich fand die Antwort sonst ziemlich langweilig. Also es hat mich jetzt eher gelangweilt. Ich habe auch ab der Hälfte eigentlich gar nicht mehr zugehört. Dieses Jahr spielt zum ersten Mal eine Band aus Siegen bei Rock am Ring. Interessiert euch das? Ja, ich weiß sogar, von welcher Band ihr seid. Welche Band ist das denn? Destination Anywhere. Findest du sie gut? Ja klar, ich war auf dem Konzert. Echt? Ja. Ja. Konzert auch gut? Ja, war gut. Ihr macht echt Stimmen. Bist du nicht so jung zum Rauchen? Ja. Ja, das ist Deutschlands Realität. So sieht's nämlich aus. Das schmeckt wirklich sehr gut. Wir werden nackt spielen. Was sagst du dazu? Kommst du trotzdem? Ja, ich denke schon. Es dürfen auch nur Leute zugucken, die auch nackt sind. Kommst du trotzdem? Das überlege ich mir dann noch. Würdest du nackt kommen? Nee, ich glaube nicht. Ist die Jugend von heute durch und durch prüde, aber wir haben sie trotzdem lieb. Ja. Dankeschön. Ich bin natürlich auch schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe mich eigentlich darauf gefreut, Rock am Ring im Fernsehen zu gucken, so schön auf dem Sofa irgendwie mit Champagner, so mache ich das normal. Jetzt müssen wir da hinfahren, ist mega stressig. Weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finde. Fängt die einen rein! Ist natürlich scheiße jetzt für Lamb of God, die spielen zeitgleich mit uns. Da wird natürlich keiner sein. Aber da müssen die dann auch irgendwie durch. Ja, yeah, Manu, jetzt erkennt man dich auch wieder. Interessant halt, dass 85.000 Destination Anywhere Fans einfach auf einem Platz sind. Demnächst schon anfangen zu zelten für uns. Ich finde das ganz cool. Wir haben auch ein paar Freunde noch eingeladen. Metallica, Linkin Park, Toten Hosen. Was haben die hier eigentlich für Bier? Aber Münster war schon echt gut gewesen. Münster war wirklich sehr gut. Also, ganz dicker Mann auf dem Fahrrad gerade. Schade, ist er gerade weg. Der war ganz dick. Der war ganz dick, egal. Film wieder mich. Ja, wir kommen jetzt auch gerade vom Radio irgendwie. Sind gerade erst, ich weiß gar nicht, wie hieß das irgendwie. Aber ich komme durcheinander mittlerweile. Radio Siegen. Radio Siegen war es. Klingt sehr international, ich glaube, das ist irgendwie europaweit gewesen.
Ich weiß gar nicht, wird doch sogar für uns ein relativ großer Gig, oder? Also letzte Release-Party war so, waren glaube ich sogar ein paar weniger. Ja, wir sehen uns am Ring. Keine Ahnung. Kommt vorbei, wenn noch Platz ist. Kommt vorbei, wenn noch Platz ist. Sowas hat der Ring noch nicht erlebt, meine Damen und Herren. Sowas hat der Ring noch nicht erlebt. Living the fame. Living the money. Living with money. Living the dream. Living the money. Living with money. Das wird unser neuer Slogan, finde ich. Living the dream. Living the money. Living with money. Das ist ein Dreisatz. Das klingt, hat was Knackiges. Living the dream. Living the money. Living with money. Living with your money. Ja, okay.